Nicht Ayran! Wie ihr sehen könnt, haben unsere Künstler ein klein wenig Zivilisation inmitten dieser barbarischen Wildnis geschaffen. Marbrook wird bald ein Kleinod des Dominions sein, in diesem rückständigen Gebiet. Kann ich auch irgendwie... Wie erwartet, sind wir auf vereinzelte Proteste gestoßen. Unsinn wie, dass die Bäume beschützt werden müssen. Das ist unbelegt. Die ansässigen Bosmer sind schlecht organisiert und flatterhaft. Solche Ausbrüche versanden meistens von selbst. Wo ist er hin? Ah, die Magiergilde. Wenn ihr mir folgen wollt. Wann wird das enden? Ah, okay. Ja. Das ist die Magiergilde. Der Anstrich ist noch frisch. Ein Schmuckstück. Welcher Anstrich? Ayran wird getrunken für diese Königin. Es gibt noch viel zu tun, aber man tut, was man muss am Rande des Dominions. Na gut, wo du recht hast. Die Gruft befindet sich unten. Folgt mir. Wo du recht hast, hast du recht. In der Gruft wachsen viele seltene Pflanzen, die auf den Sommersendinseln nicht mehr zu finden sind. Werft ruhig einen genaueren Blick darauf. Ich bin gewiss kein Gelehrter der Botanik, aber ich weiß ein wenig über unsere Exemplare. Und warum muss ich mir die jetzt angucken? Alchemisten zahlen gut für diese Pflanze. Sie wird das Schmuckstück der königlichen Gärten sein. Hast du nur noch nie getrunken? Ich auch nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß, dass Frisches das mal getrunken hat. Ich selber tatsächlich noch nie. Wobei ich jetzt auch noch nie so in den... So ein Pichtopf war es halt zu probieren. Wenn wir es irgendwann mal zu Hause haben und Frisches ist in meinem Beisein öffnet, würde ich es probieren, aber... In einer Höhle in Walenwald gefunden. So? Es ist nicht überraschend, dass Walenwalds Erde sehr fruchtbar ist. Aber ich glaube, es wird ja ganz lecker schmecken, ne? Die königlichen Gärten bestimmt. Meine ich. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter! Oh Gott. In diesem Raum befinden sich aus ganz Walenwald zusammengetragene eileidische Relikte. Interessant, nicht wahr? Nein. Wir haben alle ruhenden Fallen entfernt, von denen wir wussten. Also seht sie euch ruhig näher an. Ich werde euch alle eure Fragen über sie beantworten. Was? Rakuvam Malve? Die Gelehrten glauben, dass das Relikt zerbrochen ist, als es vom Himmel fiel. Sie glauben, dass es vielleicht noch weitere davon in Hektarhem, dem legendären Zentrum Walenwalds, gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe so ein bisschen, als hätte ich eingeküttelt. Die Baumgeschenke. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Es gibt auch Weinkönigin zum Beispiel. Wird ja auch getrunken. Vielleicht hat sie ja auch mich einschuss und deswegen Spitzsaugkönigin Ayran. Wer weiß. Ja, Masuna. Das wird sein. Das wird sein. Dieser Helm stammt eigentlich aus unserer eigenen Sammlung. Aber einer unserer alliierten Bosma hat ihn gestohlen. Und dann zurückgegeben im Austausch gegen... Nein. Einfach nein. Das habe ich jetzt gerade nicht gelesen, ey. Unsere Ahnen haben die Spuren ihrer Zivilisation in ganz Tamriel hinterlassen. Wenn wir Königin Ayran folgen, wird unser Reich eines Tages ihrem Konkurrenz machen. Jupp. Können wir jetzt weitergehen? Seht nur, der Stab des Magnus. Opus Magnum. Wie? Was ist passiert?
Wo ist er? Ja, wo habt ihr den Stab? Wo ist der Stab? Ja, das ist kaputt gemacht. Der Stab ist einfach verschwunden. Wir wurden ausgeraubt. Aber wie? Dieser Stab war eine Illusion. Wo ist der echte Stab? Das weiß ich nicht. Wir bewachen das Gewölbe Tag und Nacht. Ja, wow, habt ihr richtig gut bewacht. Geil. Das Ding ist weg. Hat jemand anderes das Gewölbe betreten? Nein, das Gewölbe ist für alle tabu. Aber Augenblick. Vizevogt Pelidil hat vor kurzem das Gewölbe besichtigt. Natürlich. Warum war er hier? Im Auftrag der Königin. Zumindest hat er das so gesagt. Eigentlich nicht mal so nah. Besuch noch an Ort und Stelle. Nur bei jedem aber zweiten. Ich habe nicht mehr nachgeschaut, seit der Vizevogt wieder aufgebrochen ist. Pelidil, ich bin Schlaftablett. Ist er. In jeglicher Hinsicht. Ich will das Kopfkino nicht lassen. Mina, dafür ist es jetzt zu spät. Das weißt du schon, oder? Meint ihr etwa, der Vizevogt hat seinen Stab des Magnus gestohlen? Das ist undenkbar. Aber welche andere Schlussfolgerung könnten wir ziehen? Dass du den Stab gestohlen hast? Zum Repertoire eines gewöhnlichen Diebs. An die Oberfläche. Ich muss die Wache befragen. Hat es Vorstellung? Nur heute gratis, oder? Es ist allgemein immer eine Gratisvorstellung. Frage aus Interesse. Ich treffe euch dort. Wo musste ich hin? Ich habe nicht zugehört. Ja, aber mit der Mina kriegt es umsonst. Ja, natürlich. Also, wenn Mina das nicht umsonst kriegen würde, dann wäre ich aber auch schwer enttäuscht. So, irgendwo hier ist ein Scherbe. Außer euch und dem Vizevogt hat niemand das Gewölbe betreten. Das habe ich bestätigt. Wo ist der Vizevogt Pelidil jetzt? Er ist in die Wildnis aufgebrochen. Er behauptete, er habe Befehle der Königin, den Körper des verstorbenen Prinz Nermon mitzunehmen. Du auch im Rücken. Er kehrte nicht zurück. Ja, Mensch. Er war dem Prinzen schon immer auf närrische Weise untergeben. Ich bete dafür, ja, dass auch es geht doch leicht und toll. Nichts zugestoßen ist. Ausnahmsweise. Was vermutet ihr? Der Stab des Magnus ist ein extrem mächtiges Objekt. Es lässt sich nicht sagen, welche Verruchtheit er damit hervorbringen könnte, wenn er es sich wünscht. So wahr ich hier stehe. Wenn wir Zweifel an seiner Loyalität gehabt hätten, wäre er nie in das Gewölbe hineingelangt. Jemand muss die Königin informieren. Ich kümmere mich darum. Auserwählte von Marbruck, eure Königin ist eingetroffen. Perfektes Timing. Der Herrlichkeit von Königin Eiren, der Hoffnung des Dominions. Ho, Königin. So ein Arsch, der einen im Kino einen Lachanfall verursacht. So ein Horrorfilm. Lacht da mal. Ja, aber ist doch geil. Ja gut, ich gehe halt nicht in Horrorfilme, aber wir waren auch einmal im Kino und es war eine Stelle, die nicht lustig war. Sie war tatsächlich eigentlich mega traurig. Ich weiß nicht, was Frisches gesagt hatte. Aber irgendwas hat er gesagt, weswegen wir beide so laut loslachen mussten. Und das fand irgendwie kein anderer witzig. Ich weiß auch nicht, warum. Aber bei einem Horrorfilm, das muss man erstmal schaffen. Aber warum nicht? Ich war total ruhig und der aus dem Spruch raus. Was war das für eine Meinung? Ich stell's mir lustig vor. Vor allem wirklich so, wenn alle ruhig sind, alle so voll konzentriert den Film gucken und man dann laut anfängt zu lachen. Wobei, ich glaube im gleichen Moment, ich wäre glaube ich rot angelaufen. Mir wäre das glaube ich für einen kurzen Moment ein bisschen unangenehm gewesen. Auch danach hätte ich wahrscheinlich weiter gelacht. Ich wollte gerade sagen, kann ich da nicht runterspringen?
Handwerksschrieb. Adamir. Wer auch immer Adamir ist. Die Strohhalme bei den Getränken immer. Also manchmal Geräusche. Ist mir nicht passiert, hat er gemeint. Jetzt soll nicht hier fallen. Oh mein Gott. Ja, ich. Oh mein Gott, ja, ich hätte. Ich glaube, ich hätte mich eingepisst vor Lachen. Ehre und Lob, meine Freundin. Aber ja, stimmt, die machen ja echt immer solche komischen Geräusche. Vor allem, wenn das Getränk dann fast leer ist und du dann noch ein bisschen versuchst, dann rumzustochen und dann immer dieses. Entschuldigung. Du kannst ja ruhig mal was Zufall. Oh, aber trotzdem. Eigentlich ein cooler Moment. Eigentlich. Der Stab ist fort. Vizevogt Pelidil hat ihn gestohlen. Pelidil? Dann ist es wahr. Ja. Er hat uns verraten. Der Körper Verrat und verkauft. Kam auch nicht in Marbrook an. Ich wusste, er stand Nämon sehr nahe, aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich darauf herablassen könnte. Oh doch. Ich werde wieder einmal eure Hilfe brauchen. Ja, wann meine ich? Diese Waldelfen und ihre Waldgeister. Stumpfe Kralen. Die sind schon komisch. Es ist schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Grünschatten ist ein viel aufregenderer Ort, als Ra's erwartet hätte. Er hat gehört, dass der Stab des Magnus gestohlen wurde. Mhm. Als ob diese rebellierenden Bosmer nicht schon Ärger genug wären. Rebellieren die Waldelfen hier gegen das Dominion? Noch nicht, aber es könnte so kommen. Die Elfen in diesem Teil Valenwalds folgen nicht König Gamoran. Sie behaupten, sie wären die Untertanen des Wildkönigs, eines Waldgeistes, den niemand je gesehen hat. Okay. Sie verhöhnen das Dominion und haben Königin Eiren zu ihrer Feindin erklärt. Nett. War zu ruhig. Ich hatte schon leicht reingedrückt und dann haut das raus. Das ist echt mal in der Öffentlichkeit pupsen. Ich nur so Arsch. So hat das Lachen verkneifen. Das wäre so eine Aktion, die wäre auch von Fotos gekommen, glaube ich. Hat er bisher noch nie gebracht, aber das wäre ihm auch zuzutrauen gewesen. Okay, Ende, aber auch passiert dann. No. So jetzt. Kannst du gern machen. Aber Masuna, dann versuch das auch gleich zu sagen, ihn oder ihn zu überreden, mit mir mal wieder ins Kino zu gehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben, war Aladdin. Und wann kam der Film raus? ...2019. Das war das letzte Mal, dass ich mit Frisches im Kino war. Yep. Vor Corona. Das war der allerletzte Film, den wir noch gesehen hatten. Das werden wir machen. Ein paar Monate, wenn du nicht mehr dran denkst. Alles klar, Masuna. Das Gute ist, ich werde das in ein, zwei Wochen wahrscheinlich schon wieder vergessen haben bei meinem Gedächtnis. Ich habe zurzeit echt ein scheiß Gedächtnis, leider. Wieso nicht? Irgendwie merke ich mir zurzeit nichts. Ganz furchtbar. Warum stellen Sie sich Königin Eiren entgegen? Wir wissen es nicht. Der Schlachtenvogt hat einen Soldaten namens Hazazi losgeschickt, um mit dem Dornbruch-Clan zu verhandeln. Aber er hat keinerlei Fortschritte gemacht. Nein, Mina, Quatsch! Schlafmangel doch nicht! Wer hat denn hier Schlafmangel? Also wird er euch fragen. Werdet ihr nach Hazazi suchen und euch darum kümmern? Schlafmangel, was ist das? Wer braucht Schlaf? Ein Schlafbalge sind ein eigenes Masuna, woher weißt du das? Wer hat dir das gesteckt, Masuna? Ich werde mich darum kümmern. Dornbruch ist gleich südlich von Marbrook. Ja. Hazazi ist dort. Er beschwert sich gern, aber er ist ein guter Soldat. Er braucht nur jemanden mit einem durchdachteren Verhandlungsstil. Nach den Worten. Und bis jetzt zurück sollte Ra's mehr über den Stab wissen.
Ey, das war harte Arbeit, Masuna, ja? Das war harte Arbeit. Ich musste erstmal aus dem Bett aufstehen. Musste die Beine aus dem Bett rausholen. Da musste ich ins Bad gehen. Ist direkt neben dem Schlafzimmer. Das war ein höllischer Weg. Brauchte eine halbe Ewigkeit zu. Dann musste ich erstmal die Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf machen. Wie man meine Schafe aussieht, glaube ich dir sogar. Das war da Arbeit, fast das so reparieren im Spiegel. Oh, hast du eine Ahnung, Masuna? Aber ich habe mich tatsächlich erschreckt, als ich mich fertig gemacht hatte. Ich benutze ja eigentlich selten Make-up. Ich habe tatsächlich heute mal welches drauf. Ich fand es tatsächlich ganz schrecklich, wie ich aussah. Die Augenringe waren echt. Ich glaube, ich habe es aber trotzdem nicht weggekriegt. Nicht komplett. Kann man ohne Beine aufstehen? Fliegen. Ich schwebe über dem Boden. Quasi im Schneidersitz und dann so. Starke Arme und das Geschick, dauerhaft einen Handstand zu machen. Ja. Ich stehe auf den Armen. Wobei, nee, das könnte ich glaube ich nicht dafür. Ja, vielleicht sind das ja nur so Stümpfe, die ich noch habe, die ich dann so übereinander lege. Doch, das geht. Das geht. Irgendwie geht das. Oder man schneidet die Stümpfe so ab, dass es halt gerade ist, wie bei so einer Holzscheibe. Und dann man braucht halt nur länger. Aber die Schneiderstümpfe gefallen mir. Nein, ich habe tatsächlich echt lange gebraucht. Wie gesagt, allein um mein Spiegelei zu essen. Weißt du, kein Mensch, wenn er sich morgens was zu essen macht, macht erst das Essen, setzt sich dann hin, wartet eine halbe Stunde und holt sich dann sein Essen. Nur weil er zu faul war, das Essen direkt mitzunehmen. Beziehungsweise sich erstmal hinsetzen musste. Und auf sein Leben klarzukommen. Ich hätte ja gesagt, ich trinke einen Kaffee, aber Spiegelei zu essen. Spiegelei! Spiegelei! Oh Mann, oh. Ich werd gemobbt. Spiegelei! Spiegelei! Ein Ei in der Pfanne, nicht im Spiegel. Wobei wäre auch eine Idee. Wo man nicht streamen sollte, sondern schlafen. Masuna. Quatsch. Ich habe hier versucht zu schlafen, aber ich konnte nie einschlafen. Ich hab's nicht geschafft, wieder einzuschlafen. Und dann dachte ich ja, wenn ich eh wach bin, kann ich auch, ne? Und Tara. Oh Gott. Ciao? Ciao? Ich hoffe, es tut mir leid, wenn ich dich nicht richtig ausgesprochen habe. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Hallöchen. Da haben sie zum Weinen gebracht. Ja, hast du. Hast du. Da reicht auch. Okay. Super. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Start in die Woche. Ich erreiche immer nur Verzweiflung. No. Naja. Bei deinen Sprüchen manchmal, Masuna, da wundert mich das nicht. So. Wie unterscheidet sich der Dornbruch-Clan von den anderen Waldelfen? Dieser versteht Um aber nicht das die Story weiterzumachen. Clanpolitik der Bosmer. Aber so wie Ra's gehört hat, waren die Clans dieses Teils von Valenwald schon immer wild. Manche haben sich sogar während der Schwarzsafte-Rebellion gegen König Gamor angestellt. Mir geht's gut. Hoffe die auch. Ja. Ein bisschen wenig Schlaf gehabt die Nacht. 2 Stunden ungefähr. Aber ja, ansonsten geht es mir tatsächlich ganz gut. Danke der Nachfrage.
Was war nochmal der Kontext? Masuna, wir haben keinen. Hier gibt's, es gibt nirgendwo mehr Kontext. Der Kontext, du weißt selber nicht mehr, was der Kontext ist. warum wurde dann nicht schon vorher etwas ihretwegen unternommen? Grünschatten ist das Herz von Walenwald. Es ist sehr gefährlich und sehr geheimnisvoll. Und diese Bosmer kennen sich dort aus wie kein Zweiter. Ras ließe sich davon nicht schrecken, aber selbst Camorans Dämmerranken-Waldläufer reisen nicht durch diesen Teil des Waldes. Warum wurde ich überhaupt nach Grünschatten geschickt? Wie immer, Ras dient der Königin. Sie wollte wissen, ob die Bosmer hier so furchteinflößend sind, wie es sich anhört. Aber da der Stab des Magnus gestohlen wurde, muss Ras Priorität setzen. Okay, jetzt komme ich und frage, was ist das? Masuna. Dass ihr mit Dornbruch genauso umgehen könnt, wie er es könnte. Komm, ich, die keine Ahnung hat, was das ist. Ich glaube, gleich werde ich gehauen virtuell. Ich glaube, gleich werde ich wirklich virtuell gehauen. Okay, ich vertraue dir, Mina. Wenn du sagst, ich angucken, dann gucke ich das auch definitiv nicht an. Das ist dann, glaube ich, besser. Was glaubt ihr, wer den Stab des Magus gestohlen hat? Die offensichtliche Antwort ist wahrscheinlich die richtige. Mhm. Pelidil. Jesus Christ. Heute hat Nemon alle Wünsche erfüllt. Warum sollte sich das ändern, nur weil der Prinz tot ist? Die man Ras mit der Pubertät beginnt. Und die Hormone gibt. Jetzt hat er sich manifestieren im Muster und ihnen immer Ratschläge gegeben. Ach du grüne Neune. Ja, gut. Mephas, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und Tara, auch dir vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Natürlich auch viel Spaß mit den Follow-Emotes. Gibt's auf Netflix. Gut, dass ich die bisher noch nicht gesehen habe, Masuna. Ich bin ja viel auf Netflix unterwegs, aber die habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Ich bin tatsächlich immer noch dabei, Walking Dead zu gucken. Immer noch nach Ewigkeiten. Ich hänge irgendwo bei Staffel 7 fest. Beziehungsweise habe ich sie jetzt nochmal neu angefangen. Das heißt, ich bin gerade bei Staffel 3. Ich sag, da hänge ich als nächstes fest. Was müsst ihr denn noch untersuchen? Wenn Pelidil den Stab genommen hat, gleich mal dann müssen wir ihn finden. Und herausfinden, was er damit vorhat. Der Stab ist mächtig und gefährlich. Das ganze Dominion steht auf dem Spiel. Wenn ich hänge in der letzten, hat sie die Lust verloren. Ja, war bei mir bei der 7. so. Und ich glaube, ja, ich war bei der 7. und dann kam Witcher Staffel 2. Und dann habe ich natürlich erstmal Witcher geguckt, statt dass ich Walking Dead geguckt habe. Und ja. Irgendwie habe ich dann den Faden in Staffel 7 verloren. Und habe mir gedacht, ach komm, gucke ich halt doch mal von vorne. Dann habe ich mir, glaube ich, dreimal die erste angeguckt, weil ich immer eingeschlafen bin. Und jetzt habe ich es endlich bis zur dritten geschafft. Also, ja. War lustig, nicht? Nun? Huch. So. Vielleicht sehen wir heute auch noch was von Grünschatten. Vielleicht kommen wir heute aus der Stadt hier raus. Wir haben fast alles. Das ist einfach nur ein Cosplay. Gut, dass ich auch das nicht weiß, was das ist. Aber ich glaube, das ist nie. Ich glaube, ich würde auch Nein sagen. Wunderbar. Egal, was es ist, Masuna. Ich würde einfach nicht, Nein sagen. Wenn Freund und mir bei einem kleinen Experiment helfen würdet. Ich war zwar nicht gemeint, aber ich würde trotzdem Nein sagen. Welches Experiment? Wir setzen Tiere wieder zusammen. Natürlich nur Tote. Lebenden würde ich so etwas nie antun. Das wäre barbarisch und noch dazu unpraktisch. Genauer gesagt, erschaffen wir ein Elixier, das dafür sorgt, dass tote Kleintiere zuckend durch die Gegend kriechen, als ob sie wieder lebendig wären. Okay, das ist verstörend. Die armen Tiere. Und bitte beachtet das Wort zuckend.
durch die Gegend kriechen. Also der kriegt meine toten Tiere nicht. Sollten die denn irgendwann mal sterben. Zitat, um es zu veranschaulichen. Nein, die Kurs werden ihn bei lebendigem Leib aufpassen und dann wieder auskosten. Sie ein Mager so leid. Nee, du glaubst, das ist doch Sportlehrer, der Stroh doof ist und uff. Nein. Also einfach nein, okay. Akzeptiere ich. So. Und ihr wollt meine Hilfe. Nun, wie es der Zufall so will, sind uns gerade die Leichenteile ausgegangen. Rattenteile, meine ich. Ihr müsst uns den Kopf, oh, die Beine, den Körper und den Schwanz von 4 verschiedenen Ratten bringen, damit wir sie zu einer wiederbelebten Ansammlung von Nagetierteilen zusammensetzen können. Alter, wie makaber ist die Quest? Ich werde euch diese Teile bringen. Oh, ich weiß, die ganze Sache scheint eher überstürzt und unwahrscheinlich, nicht Alter, wahr? Also, das ist echt makaber. Methoden liefern Ergebnisse. Ja, armen Ratten. Bringt die Rattenteile zurück. Ich habe mir tatsächlich selber mal Ratten gehabt. Kleinen Nager. Gut, da. Nun, er wird fast, wie alt war ich da? Echt sein. 11? Ich glaube, 10, 11 Jahre war ich, als ich Ratten hatte. Die armen Kleinen. Was? Nee. Ich bring alles her. Nein, bitte trefft uns vor der Kriegergilde. Okay. Wir müssen dann halt vor der Kriegergilde. Gehen wir auch hin. Ihr redet nicht wie ein gewöhnlicher Bossmann. Und das hat seinen Grund. Einen, den ich lieber vergessen würde. Irgendwann will ich auch mal Oblivion und Skyrim spielen. Aber Skyrim nur mit der Anti-Spinnen-Mod. Es ist aber nicht irgendwann so einfach, wie ihr vielleicht vermuten mögt. Wenn wir beide an etwas beteiligt sind, dann ist es niemals einfach. Okay. Rattenteile. Gut. Dann noch sämtliche Quests einsammeln, die wir finden. Falls jemand Bücher sieht, die lila aufleuchten, bitte schreit. Nee, mit dir will ich nicht reden. Da ist irgendwo der Rattenkopf. Esther war eine Verräterin und sie hatte den Tod verdient. Also ich finde es echt ein bisschen makaber, die Quest. Alter, kann man die toten Ratten nicht einfach tote Ratten sein lassen? Gerade passt ein Zitat aus der Serie, aber alle wären nicht jugendfrei hier. Ja, wir sind zwar ab 18, aber die kannst du nach 22 Uhr bringen. Wobei, so lange streame ich heute, glaube ich, nicht. Glaube ich. Wobei, ich muss ja mindestens ein Telefonat noch führen. Da habe ich auch so viel Bock drauf. Oh, jetzt können wir nicht Schmetterlinge sammeln oder sowas? Sorgt einen Rattenkörper. Hm. Fechter gesucht. Nope. Sinner. Dem können wir, glaube ich, noch reden. Der müsste, glaube ich, auch noch eine Quest haben. Meine Freundin. Wie? Gib vor, dass wir alte Freunde sind, die sich doch nach langer sehen, Zeit wo man treffen. Ich möchte lacht. Meine Tarnung nicht auffliegen lassen, nur weil ich also Hilfe bitte. Ich glaube, auf der einen Seite bin ich tatsächlich etwas neugierig, was das angeht. Auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was gucke ich mir da an? Und es wahrscheinlich ganz schnell wieder ausmachen. Was? Wer seid ihr? Großartige Leistung. Ich brauche eine Assistentin für ein paar heikle Aufgaben. Und ihr seht mir genau richtig dafür aus. Ich ermittle verdeckt in einer Serie von Diebstählen in Marburg. Dieser Künstler ist ein Meister seines Fachs. Ach, das war die Künstlerkunst, ja. Warum braucht ihr meine Hilfe? Der Künstler nimmt hiesige Altmeer aufs Korn. Also schöpfte ich Verdacht. Wir müssen den Künstler schnappen, ehe die Königin sein Ziel hat. Das ist wie Unfall. Man guckt weiter. Oh Gott. Mal gucken. Sollte sie mir vielleicht über den Weg laufen bei Netflix? Vielleicht. Aber ich werde nicht explizit nachsuchen, glaube ich. Ich gehe der Sache nach. Hallo? Okay, das ist wenig. Ach, Eos spinnt gerade.